Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Die aktuelle Lage lässt mich die Körperreisen momentan unterbrechen und deshalb möchte ich ein Thema starten, das mir sehr am Herzen liegt. Es soll ein Thema sein, das dein Bewusstsein stärkt und das dich selber stärker, klarer und stabiler macht. Heute geht es um das Thema Eigenverantwortung. Das klingt jetzt auf den ersten Blick nicht so sexy, aber ich garantiere dir, Eigenverantwortung ist etwas, das dein Leben enorm erleichtern wird. Keine Angst, Eigenverantwortung hat jetzt nichts mit Schuldigkeit oder Beschuldigung zu tun, sondern es geht darum, gerade wie wir jetzt in dieser Krise stecken, wie gehe ich eigenverantwortlich mit dieser Krise um? Wir hören sie in den Medien und es wird auch von der Regierung her immer wieder propagandiert, dass man sagt, na gut, es geht um die Eigenverantwortung ist wichtig und wir sollen alle eigenverantwortlich sein. Aber was bedeutet Eigenverantwortung eigentlich? Was bedeutet Eigenverantwortung für dich? Und ich habe das Gefühl, dass es oftmals wirklich so von der Politik und von der Regierung so benutzt wird als eine Worthülse, wo es einfach nur heißt, sei eigenverantwortlich, tu das, was ich dir sage, denn dann bist du eigenverantwortlich. Und das hat allerdings nicht sehr viel meiner Meinung nach mit Eigenverantwortung zu tun. Und wenn wir jetzt einmal kurz das runterbrechen, ich bin selbst verantwortlich. Wofür bin ich denn verantwortlich? Wie ich mich verhalte, ja? Was ich dann wirklich mache, was ich aktiv tue, was ich ausdrücke, dafür kann ich Verantwortung übernehmen. Ich kann nicht immer Verantwortung für meine Gefühle oder Gedanken übernehmen, denn das ist etwas, das sehr schnell kommt. Also man muss jetzt nicht immer hängen, wenn man jetzt das Gefühl hat, oh Gott, ich habe jetzt so eine Wut auf irgendjemanden, dass man sagt, jetzt musst du die Verantwortung übernehmen und du bist ein schlechter Mensch, weil du da Wut empfindest oder einen wütenden Gedanken hast. So kann man Eigenverantwortung nicht sehen. Also für das würde ich auch nicht zu viel Verantwortung übernehmen. Aber sehr wohl hast du dann Verantwortung, wie du mit dieser Wut umgehst. Und da gibt es ja Bandbreite natürlich. Ja. Also man muss ja jetzt nicht gleich aggressiv gegen jemanden vorgehen. Aber es ist eben wichtig, dass du dir bewusst machst, wie gehe ich dann mit meinen Gefühlen um. Und dafür kann man dann natürlich Verantwortung übernehmen. Ein Beispiel zum Thema Wut wäre, okay, ich ärgere mich über etwas, über einen Zustand. Und ich gehe jetzt mal in mich und sage dann, okay, ich übernehme mal Eigenverantwortung für mich. Das heißt, ich empfinde die Wut. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass mich das Außen jetzt einmal ärgern möchte, dass da also ein Mutwillen dahinter ist, sondern ich empfinde Wut, ich bin wütend. Was kann ich also machen? Und da fangen dann so die Lösungswege an. Und ich denke auf einer sehr, ich möchte das jetzt nicht werten, aber auf einer eher unteren Stufe geht es dann wohl so, dass ich sage, du ärgerst mich und jetzt schaue ich, dass ich dich zurückärgere. Du schubst mich, ich schubse dich zurück. Wäre vielleicht so eine eher untere Ebene. Und dann könnte man noch schauen, okay, ich empfinde Ärger. Warum empfinde ich Ärger? Vielleicht bin ich nicht ganz bei mir. Vielleicht bin ich nicht ganz in meiner Mitte. Wieso kann mich jemand im Außen so irritieren, so ärgern? Wieso kommt so eine Person überhaupt mir so nahe? Und da bin ich dann schon bei einem Bewusstheitsprozess drinnen. Und da kann man dann schon einiges ansetzen und bei sich lösen. Und deshalb finde ich eben, wie gesagt, die Eigenverantwortung ganz, ganz wichtig. Und heute, bei der heutigen Meditation, geht es auch darum, in diese Eigenverantwortung zu gehen, in der eigenen Mitte zu bleiben, klar bei sich zu bleiben und eben die Verantwortung nicht abzugeben. Das wäre jetzt auch ganz konkret bezogen auf diese Situation, die wir haben, auf diese Krise, die wir haben. Was bedeutet das, Verantwortung nicht abzugeben? Das bedeutet, ich muss schauen, dass ich klar bei mir bin, dass ich nach meinen Einstellungen, dass ich meinen Einstellungen treu bin und nicht, dass ich sage, eine Regierung ist für mich verantwortlich, eine Krise ist verantwortlich, dass es mir schlecht geht, sondern dass ich ganz klar bei mir bleibe und diese ganzen Umstände, diese ganzen möglichen Stolpersteine gerade in so einer Krise auch außen vorne lasse und schaue, was brauche ich, wie geht's bei mir, dass ich meine Mitte halte, dass ich klar meinen Fokus halte, dass ich klar die Dinge umsetzen kann, die mir vielleicht wichtig sind.
dass ich der Vater, die Mutter sein kann, die ich sein möchte, dass ich der Partner oder die Partnerin sein kann, die ich gerne sein möchte, dass ich die Tochter oder der Sohn sein kann, der ich sein möchte, dass ich der Nachbar, die Nachbarin bin, die ich sein möchte, die Arbeitskollegin, Arbeitskollege sein möchte oder dass ich der bin, die ich sein möchte. So. Und das wäre eben so die Idee. Und deshalb ist es gut, bei sich zu bleiben, in der Mitte bleiben. Und dann bist du auch bei deiner eigenen Verantwortung. Das heißt, die heutige Reise geht darum, alle Verantwortungen, allen, denen du jemals die Verantwortung zugeschoben hast, für deine Emotionen, für deinen Ärger, dass du das zurücknimmst. Auch wenn es nur Hülsen sind. Du musst dir das ja mal vorstellen. Auch wenn es nur Hülsen sind. Wie ein Bild, das du hast. Das heißt, du projizierst eine Wut auf eine politische Persönlichkeit. Ja? Die kennst du wahrscheinlich selber gar nicht und ärgerst dich über das, was jemand sagt. Ja? Und da geht es einfach darum zu sagen, nicht weil dieser Typ das jetzt so sagt, deshalb ärgere ich mich, sondern ich bleibe ganz bei mir und damit lassen wir dann auch allen Babyelefanten die Luft aus, sage ich jetzt mal. Sehr ironisch. Das heißt, die werden dann klein und werden wahrscheinlich dann Mäuse, schätze ich mal. Wenn man aus einem Babyelefanten die Luft rauslässt, keine Ahnung. Gut, aber auf jeden Fall, wir werden schauen, dass wir eben wirklich in der Mitte bleiben, ganz klar bei uns bleiben und so diese Eigenverantwortung auf allen Ebenen leben können. Und diese heutige Übung soll dir dabei helfen. Gut, dann starten wir gleich mal. Du kannst mal deine Augen schließen und tief einatmen und wieder ausatmen. Und mach dir jetzt mal bewusst, dass es darum geht, dass du in deine Mitte kommst, ganz in deine Mitte. Und jetzt stell dir einfach mal deinen Mittelpunkt vor, den Mittelpunkt in deinem Wesen. Du musst den nicht irgendwie geografisch definieren, nur einmal mit deinem Bewusstsein deinen Mittelpunkt. Und das reicht schon. Damit richtest du deine Aufmerksamkeit schon in deine Mitte rein. Und dieser Mittelpunkt ist natürlich in deinem Inneren, der ist nicht außerhalb von dir. Und wenn es dir leichter fällt, dann kannst du einen Kreis symbolisieren. Und das Zentrum dieses Kreises, der Mittelpunkt des Kreises, ist auch dein Mittelpunkt, ist deine Mitte. Und du gehst jetzt deinem Bewusstsein genau in deine Mitte. Mit jeder Faser deines Bewusstseins gehst du jetzt in deine Mitte. Atme tief ein und wieder aus. Tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie sich deine gesamte Energie in deinem Zentrum sammelt. Dein Bewusstsein ist wie ein strahlendes Licht, das alles überstrahlt, dass in dir alles hell erleuchtet. Und alle deine Anteile deines bewussten Verstandes, deiner Emotionen, deine körperlichen Themen, egal, wo du dein Bewusstsein hast, gehen jetzt in dieses Zentrum, in deine Mitte. Und in diesem Zentrum bist du wie in einem Tempel, umgeben von goldenem, herrlichen Licht.
Und du spürst, dass du mehr und mehr zu dir kommst und immer ruhiger wirst. Und vielleicht sind in diesem Tempel, in diesem goldenen Raum, gefüllt von Licht, ein paar Schatten. Und das sind einfach so Manipulationsenergien. Die kommen teilweise von außen und teilweise auch von dir selber. Und jetzt löst du mal diese Manipulationsenergien. Wirst entspannter. Und atmest tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und diese Manipulationsenergien lösen sich jetzt. Und du spürst, wie du weicher, weiter und immer klarer wirst. Wie du mehr und mehr zur Ruhe kommst. Wie du in dir immer stabiler wirst. Du beginnst jetzt in eine tiefe Meditation zu sinken. Und du spürst, dass dieses goldene Licht deines Zentrums dein ganzes Wesen erfüllt und vor allem auch deine Wirbelsäule entlang aufsteigt bis zu deinem dritten Auge und dein drittes Auge sich öffnet. Und du spürst das weiße strahlende Licht, das von deinem dritten Auge ausgeht. Atme jetzt tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und spüre jetzt, wie dieses Zentrum dein Bewusstsein, dein drittes Auge noch mehr öffnet, vorne in der Mitte deiner Stirn und auch den Durchfluss hinten in der Höhe von dem Atlas, also dort, wo die Wirbelsäule im Schädel steckt, mit dem Schädel verbunden ist. Und gleichzeitig reinigen sich auch deine Ohren. Das Hellhören wird stabilisiert. Dein Kiefergelenk lockert sich. Und sämtliche Anspannungen weichen aus deinem Gesicht. Die unzähligen Muskeln deines Gesichts entspannen sich. Also du kannst richtig spüren, wie dein Gesicht weicher wird und sich mehr und mehr entspannt. Du spürst jetzt, dass es an der Zeit ist für dich. Alle deine Anteile zu dir zurückzuholen, wo du deine Kraft abgegeben hast, deine Eigenverantwortung abgegeben hast. Und wir beginnen jetzt natürlich bei deinen Wurzeln, bei deinem Familiensystem. Wie viele Gefühle oder Gedanken hast du schon auf deine Eltern projiziert, ganz egal, ob diese jetzt schon verstorben sind oder noch leben.
Du holst dir jetzt deine Kraft und deine Eigenverantwortung zurück. Also von deinem Vater und deinen Großeltern väterlicherseits, von deiner Mutter und den Großeltern mütterlicherseits, holst du dir jetzt deine Eigenverantwortung zurück. Deine Erlebnisse in der Kindheit sind nicht mehr dafür verantwortlich, welche Art Leben du führst oder welche Art Mensch du jetzt bist. Und in der nächsten Ebene holst du dir auch die Eigenverantwortung von deinen Geschwistern zurück, deinem Bruder, deiner Schwester, so viel Geschwister, wie du eben hast. Und du holst dir jetzt diese Verantwortung zurück. Ich hole mir meine Kraft und meine Eigenverantwortung von meinen Geschwistern zurück. Und du atmest tief ein. Und mit dem Einatmen fließt jetzt diese Eigenverantwortung und Kraft von deinen Eltern, Großeltern und Geschwistern zu dir zurück. Und du spürst mit dieser Kraft, die zurückfließt, erhältst du einen Schlüssel. Und das ist der Schlüssel der Transformation und der Befreiung. Du hast dich von deinem Familiensystem befreit und mit diesem Schlüssel bist du nun in der Lage, dich sowohl von gesellschaftlichen Manipulationen zu lösen, als auch von deinen Verstrickungen in deiner Gegenwartsfamilie mit deinem Partner, deiner Partnerin, deinen Kindern, deinen Kollegen, deinen Freundeskreis. Du erhältst jetzt den Schlüssel der Freiheit. Der hat so ein violettes, strahlendes Licht. Aber diese Freiheit bedeutet natürlich auch, dass du zu 100% deine Eigenverantwortung, deine Kraft lebst. Und du gehst jetzt mal in dich ganz entspannt, ganz ruhig. Und du betrachtest jetzt diesen Schlüssel der Freiheit. Und schau mal, ob du dein tiefes Ja, ich nehme diesen Schlüssel an, ja, ich nehme diesen Schlüssel mit allen Konsequenzen in meinem Leben an. Ja, ich befreie mich aus der Manipulation der Gesellschaft, aus der großen Illusion der Gesellschaft, meines Umfelds. Ich lebe frei und eigenverantwortlich. Ich lebe meine Rolle als Mutter, als Vater, als Partnerin, als Partner, als Tochter, als Sohn zu 100%. Aber ich übernehme einzig die Verantwortung zu 100% für mich. Und du sagst jetzt nochmal Ja zu diesem Schlüssel. Und in diesem Augenblick beginnt jetzt dieses Licht der Freiheit zu wirken. Alle Menschen im Außen, wo du deine Kraft, deine Eigenverantwortung abgegeben hast, all das kommt jetzt zu dir zurück. Gesellschaftliche Eigenverantwortung, also die Kraft, wo du aus dieser Herde aussteigst, die Kraft, wo du aus der Manipulation der Medien aussteigst, die Kraft, wo du aus dem Zeitgeist aussteigst und ganz
deine Freiheit und Klarheit, deinen Rhythmus lebst. Deine Kraft kommt zurück von all deinen Ex-Partnern, von deiner gegenwärtigen Partnerin, von deinen Kindern, von deinen Kollegen und Nachbarn. Und diese ganze Power kommt jetzt zu dir zurück und du spürst, wie sie in dir wächst. Diese Kraft, Klarheit wächst in dir. Und es lösen sich jetzt auch alle Verantwortungen, die du abgeschoben hast, die deinen Körper betreffen. Vielleicht gesundheitliche Themen, Ernährungsthemen, ganz egal. Du spürst, dass die Kraft zu dir kommt und in dir eine Stabilität erzeugt. Und du atmest nochmal tief ein und tief wieder aus und nochmal tief ein. Und du spürst die Stabilität und Ruhe, das absolute Bewusstsein, die Klarheit in deiner Kraft, in deiner Eigenverantwortung zu sein. Und du spürst jetzt, dass mit dem Annehmen der Eigenverantwortung alle Schuld und alle Beschuldigungen von dir genommen werden, in einem Licht der Gnade. Und dass mit dieser Stärke und Durchsetzungskraft auch absoluter Frieden und Zufriedenheit folgt. Und du bedankst dich jetzt und spürst dein Innerstes. Spürst deine Stabilität und Klarheit und spürst, dass du von nichts mehr in der äußeren Welt abhängig bist. Du bist frei, klar und selbstbestimmt. Du bist frei, klar und selbstbestimmt. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Und erlaube dir jetzt nochmal nachzufühlen. Und geh nochmal in dich und überleg mal, wo du denn am meisten deine Eigenverantwortung abgegeben hast. Bei welchem Bereich in deinem Alltag hast du am meisten Eigenverantwortung abgegeben? Und wenn dir dieser Bereich jetzt erscheint, dann erlaube jetzt, dass dieser im Licht der Transformation und Heilung sich löst. Und mach dir bewusst, dass du ab sofort deine innere Kraft, Klarheit und Eigenverantwortung zu 100% leben und ausdrücken kannst. Atme tief ein und wieder aus und bedank dich für das Geschenk, diesen Schlüssel der Freiheit, diese innere Flamme, die du erhalten hast. Und mach dir nochmal bewusst,
dass du jederzeit mit dieser Energie arbeiten kannst. Beweg jetzt mal deine Arme und Beine und streck dich durch und komm in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und erlaube dir jetzt noch einmal ganz bewusst nachzuspüren, wo ist dein Zentrum, wo ist deine Freiheit, wo ist deine Eigenverantwortung. Und wenn du dazu bereit bist, kommst du ganz ins Hier und Jetzt zurück, öffnest deine Augen und kannst dich an alles erinnern, was du während dieser Reise erlebt hast. Du kannst natürlich diese Meditation so oft wiederholen, wie du möchtest. Und ich denke, dass sie auch ganz wichtig ist, dass du dich immer wieder daran erinnerst, dass du in deiner Kraft, in deiner Eigenverantwortung bist. Und dass du dir vielleicht auch noch einmal Notizen machst im Laufe der nächsten Tage, wenn dir auffällt, okay, wo habe ich denn wen verantwortlich gemacht für ein Gefühl, für einen Gedanken? Wo habe ich denn meine Kraft abgegeben? Und wenn du das machst, wirst du merken, dass du gestärkt und klar auch durch diese sehr herausfordernden Zeiten kommst. Denn ich habe es ja schon einmal erwähnt, es gibt nicht nur diese eine Krise, die alle betrifft, sondern es ist immer eine individuelle Krise. Und deine individuellen Krisen, da hast du den Schlüssel dazu in der Hand. Und ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, auch in diesen turbulenten Zeiten. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen. Dein Oliver Ereny. Tschüss.